Perfekt. Ja, hey, willkommen. Mein Name ist Aniro W. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Vesperia, die Definitive Edition. Ja, wir sind immer noch in Aspio und... Oh, kaufen. Ah, nee, ich dachte... Wir sind immer noch in Aspio. Wir haben Mordio hier verfolgt. Mordio stellte sich heraus als sie hier, Rita Mordio. Und ja, sie hat sich unsere Party angeschlossen und... will, dass wir hier mit ihr in diesen Ruinen gehen, die war schon, ich glaube, im letzten Part oder vorletzten Part, ne? Wir im letzten Part besucht haben. Und ja, bevor wir uns aber auf den Weg machen, würde ich sagen, wir gehen hier noch mal ein bisschen gucken, weil ich glaube, wir waren noch nicht hier oben und wieder alles erkunden, ne? Die Bestandsliste und die tatsächliche Blastianzahl stimmen nicht überein. Was soll das zu bedeuten? Ich war versperrt, alles klar, so viel dazu. Dann können wir ja gehen. Ich sollte vielleicht noch mal den Shop hier 593 Gold, den Shop hier suchen und gucken, ob da noch irgendwas ist. Waren wir schon hier unten? Irgendwo kann man doch hier nach unten gehen, ne? Ah ne, dann kommen wir wieder bei den Wachen, genau. So, da ist Ritas Haus, das heißt, wir sind ja fertig, gut. So, war hier überhaupt ein Laden? Hier war ein Laden, ne? Ich sagen, wir tun dir mal kurz einen kleinen Besuch abstatten, um zu gucken, ob wir irgendwas für Rita kaufen können. Und dann können wir auch wieder gehen. So, Schärpe hat sie ausgerüstet. Ja, zum Glück habe ich das nicht vorher gekauft, weil das wäre doof gewesen. So, Eisenprotektor, den können wir nicht kaufen. Verdammt. Aber ist auch nur für Repeat. Lederumhang wäre natürlich auch nicht schlecht, weil ich glaube, Estella hat als einziges noch nicht so was. So, ich werde irgendwas verkaufen können für... Was brauche ich? 600 irgendwas? Ja, ich verkaufe einen heiligen Trank. So. Jetzt können wir... Ach, wir brauchen das hier auch noch. 850. Kaufen wir uns erstmal das hier. Ja. So, irgendwann werde ich doch hier noch verkaufen. Ich weiß, ich könnte theoretisch meine alten Klamotten hier verkaufen, aber ich bin so ein Sammler, wenn es um solche Sachen geht. Ich muss immer von alles ein Teil haben. Also, ja. Das ist so halt ein Fluch von mir. Ich könnte hier ein paar Sachen verkaufen kommen. So, jetzt kaufen wir uns noch. Nur noch das, ne? Ja, manchmal habe ich jetzt den Eisenprotektor gekauft. Ja, ne, das habe ich, das habe ich, das habe ich. Boom, ausrüsten. Ja, boom. Alles klar. Synthese, gucken wir hier nochmal. Da haben wir alles, ne? Das ist ausgerüstet, das ist ausgerüstet. Das hat Juri ausgerüstet. Brauchen wir nicht. Haben wir alles nicht. Leer Stiefel, Biesterfell. Ist hier noch. Kann ich ihn nicht auch kaufen? Ja, für den doppelten Preis. Kann ich irgendwo sehen, Details hier. Dann kaufen wir hier nur einen. Mit der Stelle auch was ausgerüstet hat. Ach, sie hat auch nichts. Wer am nächsten Verteidigung 151. Okay, hier, Rita. Alles klar. Ich habe nicht genug Geld. Ich will noch mal hier übernachten, um zu gucken, ob wir ein Skit oder so freischalten können. Bisher war das nicht sehr erfolgreich, aber man weiß ja nie, ne? Ja, komm. So. Nach all dem sind wir jetzt relativ pleite, aber wir kriegen das Geld schon wieder zurück, ne? So, und hat natürlich nichts gemacht, Dreck. So, ich gehe dann mal. Schau. Ich glaube, ich bin ein bisschen leise, oder bin ich, sehe ich das gerade falsch am meine Aufnahme? So, Hundesprache.
Ich will auch hundisch können. So, lass mal Rita hier ausprobieren. Vorher muss ich aber gucken. Feuerball. Ja. So, sie hatte irgendwie eine Fähigkeit, wo man, wenn man mescht, dass man irgendwie Rhythmus, ja. Mehrmals bestätigen, um die. Ja, okay, aber ich habe ja die Steuerung jetzt geändert. Ne? Heißt halt, ich muss jetzt Kreis drücken. Ja, na, versuchen wir mal. Jeder Charakter wird hier gespielt. Ich habe Yuri übrigens aus dem Team genommen. Ja, okay, perfekt. So, Kreis. So, das war sehr langsam. So, ich weiß jetzt nicht, weil ich meschen muss. Das ist ein Problem. Das sagen wir beides jetzt gleich schnell aus. Komm mal her. Ein Mississippi, zwei Mississippi, drei Mississippi. Ein Mississippi, zwei Mississippi. Okay, ich muss X meschen, okay. Das war's, das Zelt. Du weißt doch gar nicht, wie Hi-Fis gehen. Okay. Du. So, wo sind ihre? Ich muss X smashen, ne? Ah, wie kannst du das wagen? Warte mal. Sie macht wenigstens noch halbwegs Schaden. Sie kämpft mitten. Eine Rolle, eine Schriftrolle. Ihr Design erinnert mich sehr an das von Magigo aus Tales of Berseria. Geh weg, geh weg. Ich hab gesagt, geh weg, aua. Muss mein anderer Angriff. Mein unten. Ja, warte mal, das ist ein Dings. Oh cool. Das geht nach oben, dann muss ich das hier machen. Steinnagel. Ja, genau. Ich habe ja immer keine Ahnung, Erdzauber hatte ich immer unten. Jetzt erinnere ich mich. Oh, kochen. Ja, kann er gar nicht. Dreck, dann wie soll ich denn sonst reinkommen? Ach, ich muss so da eingehen, okay. Das ist ja nur da. Pff. Ich dachte, ich muss ja nur so einen Bogen gehen oder so. Halt, da hinten ist wieder unser. Warte mal, ich glaube, ich wollte hier hochstellen, ne? Ein bisschen. So, ich hoffe, es ist jetzt nicht zu laut, aber. So, mal, ja, dich nehme ich noch mit. Ein Mississippi, zwei Mississippi. Ein Mississippi, zwei Mississippi. Ja, ich glaube, X muss ich hier meschen. Okay, Magier, die physische Angriff haben. Auf stehe ich. Ich gerne mal wissen würde, was diese Formel bedeuten soll. Reicht mir die Hand, Digga. Ich habe mein Apfelgummi wieder zurückbekommen. Gut. Hey, das ist nicht der Weg zu den Ruinen. Sag ruhig. Ich muss mich heilen. 50 kalt, ich liebe euch. Ihr seid so kostspielig. Nun schlaf einen schönen Tag noch. Oh,
Carol ist kurz vorm Level Up. Cool. Gut, dann auf in die Ruinen. Okay. Gut. Die ganzen Schätze hier haben wir schon ausgeplündert, also können wir direkt irgendwo, wo auch immer wir rein müssen, hingehen. Ruinen von Shaikos. Was los? Also sind Fußabdruck. Oder Monster mit Stiefeln. この中にあるんでしょうね。かもな。ほら、こっち。早く来て。モルディオさんは暗がりに連れ込んで俺らを始末する気だな。始末。その方が私好みだったかも。不気味な意味で同調しないでよ。仲良くしましょうよ。 Okay. Wir sind alle Freunde, oder? Gut, wo müssen wir jetzt genau hin? Er hat es nicht wirklich gesagt. Wohin sollen? Die hatten einfach nur gesagt, hier, kommt hier hin. Dann gehe ich mal nach oben. Jemand oben ist richtig, ne? Da ist aber ein Monster. Ich habe nur so gehört. Aber das war nur das Wasser, ne? Okay. Keine Ahnung. Wo müssen wir hin? Da, gut. Ganz tief drin. ここ最近になって地下の入り口が発見されたのよ。まだ一部の魔導士にしか知らされてないはずなのに。それを俺らに教えていいのかよ。しょうがないでしょ。身の潔白を証明するためだから。 身の潔白ね。 Ja, da habe ich letztens doch schon gesehen, da wurde geschoben. Carol, zeig, wie stark du bist. Jetzt kommt Yuri einfach mit nur einer Hand. Er ist echt der Lysop in dieser Gruppe. Dann mal rein da. Ach so. Da ist die Treppe. Oh, ist das schön. モルディオさんは意外とお優しいなぁと思ってね。やっぱり面倒引きずれてきた気がする。別に一人でも問題なかったのよね。グリンズ。そうよ。罠とか魔物とか危険なんじゃありません？何かを得るためにリスクがあるなんて当たり前じゃない。
Meinst du auch mit uns? Rita 自身 demo? So, ja. Nayamu koto wa nai desu? Tamerau toka. Nani mo kizutsukezu ni nozomi o kanae yo nante nayami. Kokoro ga zeitaku dakara dekiru no yo. Kokoro ga zeitaku? Sore ni, Brastia wa atashi o uragiranai kara. Mendou ga nakute raku nan. Nanka, Rita tte sugoi desu. Anna ni kippari to iikirete. Ob das so gut ist? Nani ga taisetsu nano ka, sore ga hakkiri shiten da na. Atashi wa mada sono taisetsu ga yoku wakarimasen. Tekitou ni tabi shite maatteriya, sono uchi iya demo mitsukaru tte. Suche in den Ruinen. Iseki no naka tte soto to wa zenzen chigau n desu ne. Nanka fushigi na kanji. Mita koto nai mono to ka aru shi. Diese Ruine zerstört sich selbst in 2 Sekunden. Erinnere mich irgendwie an Tales of the Abyss, und Jade irgendwie Luke irgendwie einen Gletscher untergeschmissen hat. Upsala, dort Jade, was machst du? Lass meine Jacke los, ah! Oder irgendwie so. Gottverdammt, ich hab mich getroffen. Aua. Warte mal, wie viele Kombos kann jemand? 1, 2. Aua. Ich hoffe, es gibt ja irgendwann Dreck. Sachen wie Combo Plus oder so. Halt, Strategie, mir fällt gerade ein. Bearbeiten. Auf DP achten, Objekt nicht verwenden, Distanz halten, verwenden, Zauberarzt, Ausdauer. Ja. Sehr gut. Wir fangen, kriegen wir 60. Sehr cool. Meine Frage ist jetzt, kriegt Yuri Erfahrung mit seinen Waffen, wenn ich ihn jetzt nicht im Team habe, oder muss ich ihn im Team haben? Muss man darauf achten. Ob. Wer bist du? Na, warte mal. Ich weiß schon, wie das Spiel hier funktioniert, ne? Ich muss ja hier die Typen analysieren. Feuerball. Komm auf mich los. Alter, hat viel abgezogen. Hat gesehen, hat den 900 abgezogen, Mann. Okay, die sind Level 8. Das ist irgendwie merkwürdig. Ah, ist eigentlich voll blöde, den Magier zu spielen. Sie könnten nämlich im Hintergrund hier voll Magie auf die Gegner drauf donnern, aber ich will sie halt mal spielen, ne? Außerdem jemanden zum Kochen hier einstellen. Hacksteak. Habe ich doch. Warte mal. Da kann ich nicht. Okay. Hacksteak. Bernsteingewand. Sehr cool. Denk mal, Neues für sie bekommen. Lederstiefel, Gott verdammt. Weil ich habe ja nur eins übrig, ne? Ja. Bewegung. Ja. Bist du?
Schon wieder ein neuer Gegner. Schwäche, alles klar. Wie der voll so die Ghetto-Zeichen macht. Lass dich mit einem Feuerball abschießen, Bruder. Oh Gott. Hilfe. Ja, ich brauche ein bisschen Hilfe. Ah! Cell, heil mich bitte. Bist dich. Bonk. Na gut. Ich glaube, ich muss die Musik doch ein bisschen unterstellen, weil ich höre die nie irgendwie, wenn sie hier reden, hier nach dem Kampf. Oder nicht gut, jedenfalls. Kann ich das nicht schieben oder irgendwie so, dann sieht so aus. さあね、その辺のことは今も研究中よ。こんだけあるならアクエブラスティアも落ちてねえかな。どれもコアがありませんね。なんだ。それじゃあ動かないじゃん。ああ、ist das ein Boss? Diese Wand sieht sehr verdächtig aus. Sind irgendwie so Wandbosse irgendwie jetzt aufspielen? ブラスティアはそれぞれ異なった性能を持ち、その性能を表すもんがコア上に浮かぶ。現代技術でコンテナの生産は可能だが、コアは再生不可能である。です。要するに、スワンダーレレクシコン。使うしかないコアは貴重ってわけだ。泥棒が盗むのも当然だな。そうでもないよ。イステリーゼが言った本の内容はちょっと古いの。古いってどういうこと？ 発掘品より劣化はするけど、簡単なコアの復元は成功してる。本当ですか？だから私なら盗みなんてバカな真似はしない。そんな暇があるなら研究に時間を費やすわ。完全に修復するためのね。それが魔導士よ。立派な信念だよ。けどそれで疑いは晴れないぜ。 Ziemliches Blast ja auch nicht kennen. Sie hat kaum noch allein ursprüngliches Aussehen. Also ich sollte mich vielleicht ein bisschen hochheilen. Nach durch das Kochen haben wir jetzt für den nächsten Kampf. Cool. So, er bekommt auch Erfahrungspunkte mit seinen Waffen, alles klar. Ich glaube, die Gegner waren ein bisschen stärker, ne? So, jetzt nicht wieder aus Versehen abstellen. Ist es noch an? Ja. Jetzt mal vielleicht aus Versehen abgestellt. Mich gewundert, warum sie keine erste Hilfe einsetzt. Ich denke, das ist soweit schon wieder passiert. Oder soweit wie in Tales of Symphonia. Wo ich aus Versehen irgendwie die Synchro abgestellt habe und mich gewundert habe, warum japanische Version nicht so viel Text Sprachausgabe hat. Dieses hier hat noch einen Kern. Rettung. Zitat. Zitat Ende. Verdammt. Da kriegen wir unseren Ring hier. Ring des Hexers, genau. Ja,
Das ist irgendwie aufregend. Hey, lass mich mal versuchen. Schnell ziehen und schieß auf das Blast, ja. Carol, komm mal her. Mitten ins Gesicht. Boom. Wir bewegen uns. Ah, ich habe so was von gewusst, diese Viecher. Okay. Ja, ich würde lieber nicht beide auf einmal hier triggern. Na, schon wieder gemacht. Ich hab's beinahe schon wieder gemacht. Hi. Warte mal, kann ich die nicht damit abschießen? Okay, nur einer. Gut. Dürfte schaffen sein. Wir haben mehr Angriffskraft. Du bist gegen nichts anfällig. Dreck. Huja! Sieht echt so aus, als würde es irgendwie so Ghetto-Zeichen formen. Ich fragte. Ja, ich baller einfach Magie auf den und der ist weg. Boom. 27 Erfahrungspunkte nur. Na gut. Jawohl. Ach, man kann die stunnen, genau. Jetzt auf der Abisswart da auch so. Oh Gott. Ja, man, die macht aber auch Schaden, ne? Das ist fast, als wäre sie auf Magie irgendwie ausgelegt. Nein, das werde ich auch schaffen, ne? Aber glaube ich, viel orangen Gummis. Oh Gott, oh Gott. Aua, was war das denn? Kannst du mich? Ja, okay, gut. Oh nein, da wollte ich nicht. Der andere immer noch am Leben. Kalt. Sehr cool. Hast du Schloss gesagt? Also ich dachte so, ist Türschloss. まだまだわからないことでいっぱいね。たく、どいつもこいつも似たような反応しやがって。 Oh Gott. Wollte eigentlich nicht schon wieder gegen dich kämpfen. Die waren dann ein bisschen nervig. Hey, dich habe ich noch nicht. Habe ich auch so irgendwas bringt überhaupt, die Viecher jetzt zu analysieren. Ich meine, wir sehen dann deren HP und also weiter, ist klar, aber
Nicht bewegen. Da du blödes, du blödes Mistviech. Okay, ich verbrauche keine TP, wenn ich abbreche. Das ist auch schon mal gut. Bist du euch? Kann ich so viel aushalten, Mann? Nein, nicht den Angriff, Mann. Was ist das? Dreck. Aber wenn ich nicht gerade mit Magie auf die schieße, dann halten die ganz schön viel aus. Gott, verdammt. Ich glaube, sie schießt dahin, wo der war, als ich den Zauber irgendwie begonnen habe. Also irgendwie nicht so gut ist. Sie hat mit ihrem Buch zugehauen. Ja, gut. Nimm das. Geh aus dem Weg. Ich ziehe ihn mit meinem Buch über. Ja, wir werden ihn alle verfolgen. Sehr gut. Kritische Abwehr gelernt. Und Abwehr plus. Objekt Pro. Ritas Seelenruhe. Gut. Sie hat alle Sachen gelernt. Sie kann auch gerade nichts anderes lernen, ne? Dafür müsste Juri erstmal hier. Ich glaube, er bekommt weniger Erfahrungspunkte, oder? Ich weiß es nicht. So, er hat alles. Dann packen wir ihn mal ins Team. Für eine Weile. Hey. Habe ich gerade mal Repeat aus dem Team genommen. Aber Repeat ist im Team. Wir haben unsere Dings auf den Kopf gestellt, unsere Formation. Aua. Kannst du es wagen? Nimm das. Ah. Ich muss aufpassen, ich muss aufpassen. Was ist das? Nein, lag am Boden. Was ist das? Nein! Ja, schon ganz schön Unterschied, wenn sie läuft und wenn Juri läuft. Was ist das? Nein! Wenn sie ein Gegner von hinten nähert, wird der Reihenfolge der Gruppe durcheinander gemacht. Also pass auf. Müssen wir von hinten angreifen, ne? Habe ich gerade gemacht, hat nicht funktioniert. Bleib stehen. Boom. Jawohl. Mitten gegen die Fresse. Ah. Ich brauche orangen Gummi.
brauche Orangengummi. Dann nehme ich nur ganz viel ab. Aber oh, nein, 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 nein. Warum denn immer auf die kleine Magier? Was du denn da? Ich wollte eigentlich. Ja. Dreck. Warum habe ich ihn jetzt auch daneben? Wie die immer. Boah, das gibt's halt einfach nicht. Ja, wie die einfach immer weiter wegrennen. Bis die irgendwie, weiß ich nicht. Sobald die einmal anfangen wegzurennen, ne? Dann sind die irgendwie in diesem Muster gefangen. Was ist das denn? In diesem Muster gefangen, dann rennen sie immer weiter weg. Vor allem mit dem Ring des Hexers einen Schuss eher auf einen Gegner, um ihn vorübergehend zu betäuben. Zu Beginn des Kampfes sind Gegner für kurze Zeit betäubt, wenn man so in den Kampf eintritt. Das Kampfbuch wurde eine neue Seite hinzugefügt. Nein! Daneben. Ich dachte, ich hab's jetzt voll drauf. Irgendwann werde ich schon treffen. Sehr gut. Was willst du denn? Oh, erlernt. Oh, Barriere. Cool. Wir sollen nicht gesehen, wie du es gemacht hast. Hab ich so den Angriff lieber einsetzen, ja. Der Feuerball. Die Gegner zu weit weg sind und sich schon wieder bewegt haben, ist halt nicht so gut. Jetzt rennt er wieder weiter weg und keine Ahnung, müssen die Gegner irgendwie in bestimmten Abstand oder so erreichen, bis sie irgendwie wieder auf mich losgehen. Ja, jetzt geht er wieder. Nee, jetzt geht er nicht. Weiß ich nicht. Also voll dämlich, auf damit. Mein Gott, tut mir vielleicht so, als würde er gegen mich kämpfen wollen. Ja. Ja. Allen gehen die TP aus. Widerstand, Stärke. Apfelgummi. Bin halt zurückgelegt. Gut. So, dann müssen wir mal ein paar Orangengummi hier verteilen. So geht das hier nicht. Pio. 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 Sehr gut. Feuer frei. Sehr gut. Nehmen die auch schon von Anfang an Schaden? Nee, ne? So. Ja, ich peitsche die aus mit meinen Schriftrollen. Willst du in ihre Hand reichen? So, ich will mal kurz gucken. Nein. So, du musst noch die Dinger hier lernen. Dann kann sie Sachen lernen.
Warte, ach da. Hey. Ja, ich dachte, ich hätte dir was gefunden. Hm. Oh Gott. Oh, mein Kopf. Oh. Shoot. Was? Wieso habe ich denn den einen getroffen? Ich habe doch den anderen gezielt. Ah, geblockt. Was machst du jetzt? Aua. Pio. Sehr gut. Ist überhaupt ein Grund, das nicht zu machen? Oh Gott, dann sind viele Gegner. Feuerbohre. Ja, komm auf mich los. Boom. Oha. Klatsch, klatsch. Klatsch, klatsch. Der rennt schon wieder weg. In die Fresse. Macht er noch mehr Schaden? Nee, ne. Da gucken. Klar, bei Carol. Hört doch mal auf, hier wegzurennen. Alter! Ja. Wir sind gefangen in diesem Muster. Das ist doch langweilig. Hallo? Wir rennen so lange weg, bis irgendwie, weiß ich nicht, einen perfekten Abstand zu mir haben oder was? Was ist hier los? Verstehe es nicht. Immer einen Angriff und dann, wenn sie damit fertig sind, hauen sie wieder ab. Was ändert sich? Weil es voll retardet. Start. Boah, wie habe ich den schon wieder? Ja, wie sagt, der kämpft ganz zurück. Was soll das? Ich drehe noch durch. Hey, die Leute, die mich bewundern. So. Boom, 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 boom. Reicht das nicht? Muss erst die Reichweite erhöht werden. Weil auf den Tales of the Abyss auch so, ne? Boom. Aber ihn kann ich gar nicht damit betäuben. Deswegen hat das nicht funktioniert. In your face. Boah, der hat sich einen Millimeter. Geht doch nicht weiter auf mich los. Weil zwar hat er auf mich jetzt losgeht, aber ist nicht beide auf mich losgehen. Alter, was macht Yuri da mit seinem Schwert, mit seinem Bein hochgekickt? So. Ah, hi, da ist das. Das ist so ein Ding. Wand. Okay. Meine Theorie hat es dann also. War Schwachsinn halt. Aber ich meine, Tales of the Abyss war oder so. Oder Symphonia. Und die Reichweite des Hexerrings hier erhöhen musste. Um weiter zu kommen an einigen Stellen. Okay. Zeig mal. War schon alle Sachen, ne? Rückschritt und Ausweichen. Ja. Wir lernten gerade nix, Carol, ne? Wir lernst du gerade was? Möchtet jetzt.
Ja, das ist ein bisschen nervig, dass jedes Mal angezeigt wird, wenn ich hier gerade. Ja, ich weiß, dass die Ausrüstung das hat, aber muss mir nicht jedes Mal zeigen. Ich habe schon den Überblick und so. Einer, komm her. Es ging nichts anfällig. Feuer. Dieser Pizza. Ja, halt still. Ich glaube, Feuerball macht mal ein bisschen mehr Schaden, ne? Da bin ich mir rein. Er macht schon 1000 Schaden, also 900 oder 1000. Ist schon ganz schön viel, ne? Gut. So, mal hier. Kein Grund zur Sorge. Geil. Dann sind wir tot. Hi. Ah, ich vergesse ihn abzuschießen. Ich glaube, die treffe ich sowieso nicht, ne? Was willst du denn? Piss dich. Das ist mein Personal Space hier. Niemand darf sich auf 5 Meter annähern. Ja, direkt falsch. Boom. Da. Da, was mache ich hier? Hey, geblieben. Was geht schon wieder los? Er rennt jetzt weg wieder. Wir sind immer hinterher rennen. Ja, jetzt geht auch wieder auf mich los. Ich stell mir immer so vor. So. Der Gegner drückt Angriff. Rennt auf mich los. Wenn er nicht erfolgt oder wenn er seinen Angriff fertig gemacht hat, dann geht er wieder zurück. Genauso geht er mit den spielbaren Charakteren auch. Die greifen. Gehen auf einen los, greifen an. Und wenn die damit fertig sind, gehen die wieder ein bisschen zurück. Kette. Hat sich schon ihre Dings gelernt. Nö. Verharzen und Stärke. Okay. Tun wir erstmal hier weiter. War getroffen. Ich muss hier wieder rumlaufen. Gott verdammt. Jetzt muss ich schon wieder diesen verkackten Weg laufen. Okay, was habe ich gewonnen? Langschwert, gut. Kann das Estelle ausrüsten? Nö. Oh, Leute, ihr müsst schneller lernen. So viele geile Waffen. Könnte ihn eigentlich das geben, aber da könnte ich Estelle hier irgendwie ein anderes Schwert geben. Also als Borg geht's. Boah, da ist ein dickes Ding. Hi. So, den Knopf ich mir vor nicht so nö. Was kostet das überhaupt? 8. Auf der Art Breakdance. Den Breakdance gesehen, den er gemacht hat. Da. So. Weiß nicht, wenn man mit dieser Dungeon hier fertig diesen Part. Ja, auf jeden Fall. Also, ich werde auf jeden Fall noch diese Dungeon hier machen. Diesen Part, also, ich weiß nicht, wie lange das dauern wird.
Geil. Na, ich bin aufgewühlt, okay. Ah. Großaxt für Carol. Du musst auch noch Sachen am Lernen, oder? Verdammter Dreck. Kritische Abwehr. Ich brauche diese ganzen Sachen. Ich hoffe, ich krieg die noch alles gelernt. Oh, ein Speicherpunkt, genau das. Mich gewundert, ich brauche langsam so ein Ding. Soll vielleicht mal speichern, also. So, was? Bin voll geheilt. Geil. Sehr cool. Fels der Zerstörung. Ja, ich hatte auch ein Level up, kann ich auch was lernen. Ich bring mal meine Zauber aus, vielleicht kriege ich irgendwas. Dreck. Au! Wenn man in Dungeons voll geheilt, wenn man einen Speicherpunkt berühren. Oder ist das nur einmal? Ich weiß es nicht. Ich guck gleich mal. Juri hat schon all seine TP wieder voll verballert, ey. Das gibt's doch einfach nicht. Hier geblieben. Geht das schon wieder los? Patrick, wo hast denn du jetzt hingezogen, Mann? Fräulein. Boah, das ist so dämlich, ey. Alter, dem mal. Ah. Oder irgendwie so ein Geräusch. Ich sollte mal speichern. Ja, ich werde schön hochgeheilt. Das finde ich gut. So. Ich muss sogar hier lang. Okay. Was ist denn hier oben? Ist lieber Zaun versperrt den Weg. Der bewegt sich nicht vom Fleck. Da müsste schon ein Erdbeben kommen. Leiten sehen wir unseren Boss für diese Dungeon und ja, ja, machen wir noch alles hier in diesem Part. Keine Sorge, wird ein bisschen lange dauern, aber hey, cool. Boom. Dreck, wie du hast mich von hinten angegriffen. Man kann ich mal irgendwie einstellen, die ja nicht eure Sachen hier so schnell verballert. Feuerball, nur Arzt, nur Schlagarzt, ja, noch schlimmer. Ja, komm, soll's. Nicht so, als wäre irgendwie schwer mit denen ihr Arzt hier TP wieder zurückzukriegen. Also nicht getroffen, Kollege. Aber bevor ich gegen den Boss kämpfe, würde ich schon gerne meine ganzen aktuellen Klamotten hier ausrüsten. Aber dafür muss ich erstmal meine anderen Sachen hier alle lernen. Also ja, müssen ein bisschen mit mir zusammenarbeiten. Ja, Level ab. Sind wir mit Level 12 oder so reingegangen, glaube ich. Hi. Piu. Piu. Ah, jetzt hat er den betäubt. Soll ein höheres Level sein oder so? So läuft das doch, ne? Level 12, ja. Ja, ich. Hier auf ihn los, bitte. Um. Was? Klatsch. Was mir an? Was mir an? Au, 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 au.
Interface. Sie hat zwei Feuerbälle geschossen. Sie hat gerade zwei Feuerbälle geschossen, oder bilde ich mir nur ein? So können wir schon mal zum Boss, was ich nicht will. Hallo? Ich darf das mal vorbereiten und so. Guck mal, wie groß der ist. Hallo? Machen wir erstmal nur das hier kalt. Boom. Okay. Ich drücke mal ganz schnell. Boom, 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 boom. Da, jetzt sind zwei Feuerbälle. Okay. Ja, schicke ein Feuerball in Richtung des Nähe. Mit wiederholtem Einsatz steigt die Anzahl der Feuerbälle. Mit wiederholtem Einsatz. Ah. Also je öfter ich das eingesetzt habe, da wäre richtig geil. Also je öfter ich die Art einsetze, desto mehr Feuerbälle kriege ich. Das ist aber richtig geil. Wusste doch hier, Angriffe öfter einzusetzen bringt was. Irgendeine Hinsicht. Es gibt bestimmt bei einigen Angriffen auch so, ne? Bei einigen normalen Arts. Also ich habe 50 Benutzungen, also nehme ich mal an alle 50 Dinger. Also bei 100 kriege ich wieder mehr. Ah. Hör auf. Hör auf zu blocken, du. Mm. Zauberabwehr. Kreuzkonter, zurücktreten, Schwertreffer. All unsere geilen Sachen gelernt. Gut. Jetzt können wir endlich wechseln. Verarzten und Stärke. Verarzten weiß ich jetzt nicht mehr, aber Stärke ist auf jeden Fall nicht schlecht. So, Kreuzkonter, Rapier. Dann können wir dir jetzt das Langschwert geben. Kritische Abwehr und Verteidigung. Sehr gut. Du kriegst die Großaxt. Du hast schon. Du kriegst jetzt den Rapier. Sehr cool. Was haben wir denn hier? Zauberabwehr. Das ist jetzt nicht ausgerüstet, aber brauchen wir jetzt nicht. Widerstand. Magische Verteidigung, Rhythmus, Geist, Magie, ja. Das haben wir alles, Kreuzkonter, das kennen wir alles. Zurücktreten, ausweichen, verarzen. Schwerer Treffer, einen Gegner durch einen physischen Angriff zu betäuben. What? Okay. Okay, muss ich halt noch ein bisschen leveln, ne? Orangengummi brauche ich im Moment nicht, weil ich halt da unten Speicherpunkt habe und den besuche ich natürlich noch, bevor ich zum Boss gehe. Oh, muss noch mehr hier machen, alles klar. Pio, schießt denn so von dir ab? Also, was willst du? Dreck. Kann diese Fledermäuse nicht treffen, Mann. So, jetzt da ich weiß, dass Feuerball stärker wird, will ich den Angriff natürlich doch ein bisschen öfter einsetzen. So, jetzt kämpft sie echt mit einer Peitsche, mehr oder weniger. Hm. Wo ziehst du eigentlich hin? Ja, das ist ein Problem. Sie zielt dahin und der Gegner war, bevor ich den Zauber irgendwie gemacht habe, als ich den Zauber aktiviert habe. Da finde ich ein bisschen doof. Das ist, sobald sich der Gegner irgendwie einen Meter irgendwie wegbewegt hat, nachdem ich den Zauber aktiviert habe, treffe ich den nicht mehr. Stirb, du dämliches Vieh, stirb! Das ist aber auch dämlich, ne?
Diese Wegrennerei geht mir schon ein bisschen auf den Nerven bei den Gegnern. So. Ja, toll. Warum habe ich das jetzt gemacht? So, ihr seid nicht anfällig gegen irgendwas. Feuerball. 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 Ja, gut ist, wenn es diese Art hier hochlevelt mit den Benutzungen, dann schießt ja mehr Feuerball auf den Gegner. Das heißt, die Chance zu treffen erhöht sich, ne? So, warum habe ich euch jetzt aktiviert? Ich habe bestimmt da oben die Tür aufgemacht oder so, ne? Hexer. Du. Was? Du warst halt also. Ich habe mich schon letztens gewundert, was dieser eine angefangen. Boom. Ja, Angriffskraft hat sich ja jetzt erhöht, ne? Au! Oh mein Gott! Ich sollte vielleicht, bevor ich den letzten Gegner hier erledige, oh, irgendwo ist er ja bestimmt was. Was ist mit denen da oben los? Der bewegt sich gar nicht. Er hält einfach nur sein Schild vor sich. Da. Ja, aber ich habe mit jedem Feuerball eingetroffen. Boom. Naja. Auf zu blocken. Aua. So geht das. Verdammt. Caroline übergezogen. Setzt eure Arzt ein, meine Freunde. Dann geht er irgendwann down. So, warum habe ich euch erledigt? Was? Irgendwie besonders? Nee. So, ich muss halt Hacksteak hier essen. Wo ich kann halt auch nach dem Dings machen, ne? Im Menü, glaube ich. Na, ah, keine TP. Da kann man einen Speicherpunkt, der uns hochhält. Au. Ja, wenn die Gegner uns treffen, dann hauen die aber auch schon ganz schön rein, ne? Also. Wir machen zwar hier ganz schön Schaden und so, aber aber die Gegner, die hauen auch ganz schön rein. So, ich habe mich schon gewundert, warum habe ich das hier alles gemacht? Einfach nur zum Grinden? Nee. Genau, ich will nicht irgendwie zu nah an das Ding rangehen, naja. Irgendwie eine Katze hinausgelöst und was gegen den kämpfen oder so. Ja, Stilett. Rückschritt und Ausweichen. Ja. Ich habe gerade erst eine neue Waffe gegeben. Natürlich ein bisschen nicht toll. So, da oben. Boom. So. Wir nehmen diese Truppe. Dann machen wir jetzt den Boss alle. So. Ganz schön gelevelt in diesem Part. Ganz schön lang dieser Part, ne? Aber soll ja schön geordnet bleiben. Also wer unbedingt diese Dungeon sehen will, ne, der kann diese Dungeon sehen. So.
じゃなくて、俺はアクエブラスティアが欲しいな。ちょっと、不用意に触んないで。Bist du auf den losgegangen? Das bedeutet, er ist abgestellt, ne? Oh Gott, da oben ist jemand. Hey! Ich bin Aspio no Blastia Kenkyuin da! Na to sa. Omae tachi koso nani mono da? Koko wa tachiri kinshi da zo! Anta sukui yo no nai baka ne. Atashi wa anta o shiranai kedo, anta ga Aspio no ningen nara atashi o shiranai wake nai de shou? Muchakucha yu na. Ja, irgendwie hatten ja alle Angst vor ihr. Ich dachte, du gehst jetzt in das Ding rein, machst einen auf Megasort. Oh Gott. Würde sagen, ich hätte sie schon gerne in den Kampf drin, ne? Sie hat auch gemerkt, wie sie irgendwann an der Hand hat. So wie Yuri. Ja, Mädels. Aber ja, und diesen Penner weg. Das ist ein riesiges Ding. Golia. So, du bist gegen nichts anfällig. Geil. Du bist Level 18. Du hast das Gefühl, der macht uns fertig. So, ich ball einfach alle möglichen Sachen auf dich. Ich verstehe kein Wort, was ihr sagt. Aber okay. Was? Toll. Wie toll. Was war das denn für ein Angriff? Nein, auf Dropkick. Okay, der scheint auf mich loszugehen, weil ich richtig cool finde. Dann kann ich den von weitem abschießen. Gott, ist der blöd. Ja, immer schön auf den los, Leute. Ich man sieht mich einfach nur im Hintergrund so wegrennen. Ja, ich baller einfach schön auf den und ihr macht weiter mit dem. Ja, ich muss X drücken, glaube ich. Über Limit, was? Können ruhig so weitermachen, also. Wenn es gut, wenn du mich angreifst die ganze Zeit, also. Der Feuerwehr machen auch ordentlich Schaden gegen dich. Oh nein, jetzt hat er sich umgedreht. Ja, ich auch schön hier meinen Feuerball auf grinden, wenn noch mehr Feuerbälle abgeschossen werden. Alles funktioniert perfekt. Ich glaube, der Kampf wäre viel schwieriger, wenn ich meinen anderen steuern würde. Seht ihr, er zahlt sich aus, hier verschiedene Charaktere zu spielen, ne? Wir mal andere Let's Plays davon ansehen, so gucken, welche Charaktere gespielt werden die meiste Zeit.
Lass mich raten, nur Yuri, ne? Das ist so meine Erfahrung mit Tales of Let's Plays. Immer die Hauptcharaktere werden gespielt. Über das ganze Spiel lang. Weil ich ein bisschen eintönig finde. Ja, komm, es war einfach. Das hat so gedacht. Ich kann doch ewig so weitermachen, also. Ich kann ruhig so weitermachen, Kollege. Ich so hat da keine Fernangriff, dann wäre glaube ich schon hier sehr viel schwieriger. Ah. Bin ich gestunt durch meine Angriffe, was soll das? Oh gut. Das war geheime Mission abgeschlossen. Geheime Mission 2. Was bedeutet das? Biotika, Giftwehr. Hat ausweichen und Rückschritt gelernt. Gut. あんな怪しい奴がうろうろしてるところに騎士団なんていねえって。じゃあもうフレンは。多分もうここにはいない。行くぞ。あの子を調べたら自立術式が解析できたのに。そのために僕らを戦わせたの。当たり前でしょ。ここはいいんだよ。泥棒探しのついでに手伝ってもらっただけよ。口じゃなく足使えよ。 Kampfbüro, meine neue Seite hinzugefügt. Dingenskirchen. Okay, was war diese geheime Mission? Soll mal hier mein Kampfbuch auch mal angucken, ne? Hier, manchmal ist ein Bosskampf eine eigene Mission versteckt. Die wird als geheime Mission sein. Sind jetzt zu Objekte, die dir beim Bewältigen des Spiels helfen. Diesen Bomben auf noch solche Missionen. Ja, wo soll ich denn wissen, was ich machen muss? Stand geheime Mission 2, also nehme ich mal an. Ja, das habe ich schon verpasst, ne? Genau, ich aber sagen, das war's für diesen Part. Da war jetzt schon lang genug, also. Müssen alle ja noch was lernen. Gott. Giftwärme bekommen. Etwas wasserresistent. Wie sieht's mit deinem Feuerball aus? 104. Okay, ich habe aber keine 3 geworfen anscheinend. Gut, dann würde ich sagen, das war's für diese Folge. Voll geheilt. Und in der nächsten Folge gehen wir dann zurück nach Aspio, nehme ich an. Und ja, ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, dann bitte hinterlasst ein Like, ein Abo oder einen Kommentar. Das wäre sehr lieb von euch und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss, Sikowski.